Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA 5 zum 50. Part. Ja, Part 50 ist es schon von Let's Play GTA. Und wir steigen jetzt gleich mal hier in ein Auto ein, dass wir mal jetzt verschwinden können. So. Und dann verlassen wir mal hier den Flughafen, weil es noch irgendwie Ärger mit der Polizei gibt oder sonst irgendwas. Und wir haben es natürlich geschafft. Ist das nicht ein Wunder? Ein Wunder ist das. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. So. Wir haben eine Nachricht von Michael bekommen. Ich habe dir einen großen Gefallen getan, Jungchen. Marty Madrazo braucht Hilfe bei irgendwas. Er wollte dich. Ich habe noch Trevor mit ins Boot geholt. Gang geschehen, wir müssen Raff zu seiner Ranch in der Nähe der Sonora Road. Okay. So, dann wechseln wir jetzt mal wieder zu Michael, würde ich sagen. Und ich habe ja nämlich noch auf der Minimap so eine Mission entdeckt. Die würde ich gerne auch mal zögern. Oh man, I feel like crap. Ach, war ja klar, dass ich der Michael wieder hier vollsaufen muss. So, dann fahren wir jetzt mal hier hin. Obwohl ja, die paar Kilometer, da werden wir eigentlich auch noch schaffen, denke ich mal. Hoffe ich auch mal. You won't get away with this. Someone stop that guy. Was haben wir denn da noch Schönes entdeckt? You gotta stop that guy. He jacked all my money. Oh, der hat das ganze Geld geklaut. Was eine Sau. Ja, wieso habe ich keine gescheite Pistole? Pistole. Alter! Ja, genau! Ja, das ist so unrealistisch. Ich hätte ihn im echten Leben schon getötet, Alter, ohne Witz. Ey. Ach, ey, nie auf andere verlassen, da bist du verlassen. Ach, toll, wegen dieser Aktion bin ich jetzt wieder im Krankenhaus. Ganz toll. Shotgun. Nimm ich jetzt einfach mal den Schlitten hier. Steig ein. Ich zeig dir die Stadt. Ah ja, fahr mir noch die Tür ab, ey. War ja klar, jetzt wo wir hier rumfahren, kommen jetzt wieder so coole Autos.
Macht nichts, wir sind ja eh gleich da. Meine Güte, ja, das ist ja schrecklich hier. Kann man ja nicht mal richtig geradeaus fahren hier, dass man hier noch überall gerammt wird. Ich weiß, dass ich jetzt falsch war, aber ich will jetzt mal hier einen Stunt ausprobieren. Geronimo! So. Das war da auch mal cool. Das hat man zwar anscheinend Werfer weniger, aber es hat sich gelohnt. Jemis. Olga, of course I know. Get Clavo. Wo ist die Sau? What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the guns. All right! Das fand ich ja jetzt eben auch blöd mit den Getränken. Also ich hätte schon eins getrunken. Es gibt auch gewisse Leute, die sich gefreut hätten, wenn sie das trinken könnten. Hey, let's stay in touch on the headset. So. So, zwei Mal mit dem Trevor dahin. Los, gib Gas, Dudel. Das mit der Hudel war nicht ernst gemeint. Ist ja eigentlich auch ein flottes Auto. Ach, Trevor, willst du mich hier runterbremsen oder was? Komm, Trevor, gib Gas. You are utterly ridiculous.
Was ein Bug, jetzt ist er auch noch weg. Okay, well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house? Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Steig in den Transporter, das werden wir doch tun. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out! Shoot the plane down and I'll be ready. So, die Nacht beginnt. Nee, der Tag beginnt. Ich muss mich korrigieren. Bewege das Gewehr mit R. It might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Schieße auf den Motor des Flugzeuges. There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Ah, shit. Wo ist denn dieses hässliche Flugzeug? That'll go down next time. Wo ist denn dieses Flugzeug? Ich sehe es doch nicht. Da. Okay, mein Controller kann ja auch nichts dafür. Ich habe ihn ganz zart behandelt. So. I got her. Southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate. Give me a second. Not good enough. Ja, man. See it? Plane's coming down. Can you stay with it? So, Leute, jetzt geht's richtig ab. Jetzt bin ich im Passivmodus. Keep me updated. Yeah,
Geronimo! Lane ain't following the road! I gotta go cross country! Woohoo! Fail! Ach ey, das ist doch scheiße, ist das. Okay, das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich jetzt diese Mission schaffe. Deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber ich werde mein Bestes geben. So, Trevor, jetzt gib mal Gas. Okidoki. There's a small jump coming up. Yeah, wir haben's geschafft, Digga. Walter. Ich kann gar nicht mithalten. So, Clash wieder abheben. Nicht abheben, abstürzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Los. Stürz endlich ab hier. Jo. Alter, das war eben auch ziemlich knapp. Das kann jetzt so ewig dauern hier, bis er endlich mal abstürzt. Irgendwie kann ich auch nicht schneller fahren. So. Call the cops. I'm working with the government. Hey, we crash. And explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Verlasse das Gebiet. Das werden wir doch tun. Mit den höchsten Vergnügen.
Ah, okay. Alter. So, jetzt fängt es an zu brennen hier. Ach, der ist voll durchs Feuer gefahren. Und das Feuer hat auch nichts gebracht. Begib dich zu Martins Haus. Alles klar, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüssi.